Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit einem Sportlenkdrachen. Das ist sozusagen die zweite Stufe, die zweite Ausbaustufe. Wir haben also einen Einliner, jetzt kommt ein Zweiliner. Das heißt, hier haben wir zwei Leinen, eine rechts, eine links, die dann durchziehen die Lage des Delta-Keils am Himmel. Delta ist ein Dreieck, also dieser Sportlenkdrachen ist ein Delta-Keil. Die Lage verändert. Dadurch kann man diesen besagten Sportlenkdrachen lenken und in der Luft akrobatische Züge verleihen. Das Ding hier hat eine Größe von 1,70 x 70, wie ihr hier seht. Dieses Design. Und 5 mm Glasfaserstäbe und ca. 3 mm Segelspanner. Segelausstrapazierfarben Ripstop Polyester. Zwei Spulen mit jeweils 50 Meter Polyester-Lenkschnüre. Und die werden wir uns jetzt mal angucken. Und auch natürlich direkt in einen montieren. So. Der Drache selber ist zerlegt. Das heißt, wir holen uns jetzt erstmal hier den Stuff raus. Haben hier unsere besagten Verbindungsport und hier aufgewickelt den Kite. Dann haben wir hier die Schnürhaltesysteme, rechts und links, so, blau und rot. Und damit können wir halt dem Drachen Schnur geben. Das ist hier drin eingeklemmt, wie ihr seht, das kann man ausklemmen. Schnur geben, Schnur nehmen, also ihn zu euch hin bewegen oder zu euch, von euch weg. Und durch einseitiges Ziehen könnt ihr dann den Kite auch oben steuern. So, das heißt also, jetzt klemmen wir das mal wieder hier ein. Hier haben wir jetzt die Steuereinheit. Und dann sehen wir hier, wie das auch sich zusammensetzt. Wir haben also Schnüre, die gehen nach oben zur Konstruktion und zur Konstruktion und in die Mitte. Das gleiche ist auf der anderen Seite. Hier kommt die Schnur an und wird verteilt in die Mitte und an die Seite. Hier seht ihr schon den kompletten Teil. Sieht aus wie so ein Pfeil, ne? Cooles Design. Sehr sinnvolles Design. Und hier haben wir an den Seiten, hinten, haben wir solche Stabilisatoren drin. Hier vorne haben wir Umlenker, wo wir dann unsere Konstruktion gleich hier aufbauen können. Das heißt also, das müsst ihr selber noch konstruieren oder montieren. Und dafür müssen wir jetzt eine Querstrebe einsetzen und zwei hier vorne hinein implementieren. So, wie machen wir das jetzt? Das heißt also die Querstrebe. Wir haben zwei lange, zwei kurze. Jetzt kommt erstmal die kurze hier vorne rein. Mal gucken, ob die auch hier passen wird. Moment. Ja, doch, es passt. Wegen der Verwechslungsgefahr wollte ich das jetzt mal demonstrieren. Aber hier haben wir die gleichen Durchmesser. Das heißt, wir nehmen jetzt den kurzen und machen den kurzen hier rein und auf der anderen Seite auch. So, dadurch spannen wir das Teil hier vorne nämlich ganz gut. Und jetzt kommen unsere Freunde, die längeren, die dann hier den Stabi haben. Das heißt also, wir gehen hier in die Mitte, setzen den dort ein, setzen den auf der anderen Seite hinten ein, bis Anschlag ran. Und haben dann den Stabilisator, den wir hier unten jetzt auch noch mit hinzufügen. Durch diesen Stabilisator wird nämlich eine Form initialisiert, dass er besser im Wind sich legen kann. So, das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Also, erste Seite hier. Wie rum ihr das macht, ist egal. Dann Stabi könnt ihr jetzt schon dran machen. Mal gucken, ob das gut funktioniert. Ja, geht. Und dann könnt ihr das hier einsetzen. So,
jetzt noch ausrichten, dass sich das hier auspendelt, in die richtige Position setzen, also mittig, mittig, und schon haben wir unseren Kite montiert und er kann dann so im Wind stehen. So sieht er dann aus. Einmal umdrehen. Und ihr seht, die Tasche recht einfach. Und hier hinten gibt es auch noch eine extra Zugsicherung. Hier geht einmal hier die Verstrebung durch. Und so können wir das Ding jetzt schön fliegen. Also der Wind würde jetzt von dort vorne kommen, hier reintreffen und würde hier unten drunter das dann abströmen. Und dadurch könnte man den Kite dann durch das Anziehen und unterschiedliche Anziehen könnte man hier dann rechts und links variieren. Und durch Aufrollen natürlich dann auch die Länge, wie weit er im Wind steht, variieren. So, so einfach ist das. Und jetzt gehen wir damit natürlich auch eine Runde fliegen. Die hier gezeigte Lenkdrachenfreundin oder Freund ist ein Delta Kite. Und den kann man lenken, er hat zwei Leinen. Das heißt also, das ist so die zweite Stufe, weil wir zwei Leinen haben. Es geht bis fünf Leinen, ne? Aber hier, das ist absolut beherrschbar. Auch in den Windranges kommt ihr da sehr gut hin. Das heißt also, wir haben hier ein kleines Drechelchen, wo wir gut dann eine Belastbarkeit von ca. 28 Kilo drauf zwiebeln können und dass die maximale Länge der Schnüre darf höchstens 100 Meter betragen. Das heißt, man könnte sogar hier auch die Beleinung austauschen gegen eine etwas höherwertige zum Beispiel. So, dann gehen wir mal fliegen und gucken, wie er sich so anfühlt im Wind. Ihr könnt von 6 bis 38 Kilometer pro Stunde mit dem Ding fliegen, maximal 5 BAV. Auf geht's!